So, hier also jetzt das Beispiel in GeoGebra umgesetzt. Wir haben hier diese Oberfläche, gekrümmte Oberfläche, hier den Strahl, den wir da reinschicken können. Und wie Sie jetzt bereits sehen, wird da tatsächlich links dann diese liegende Parabel sichtbar als Schnittpunkt dieser, dieser Linie hier, die da mit dem Schnittpunkt dieses gebrochenen Strahls mit der optischen Achse gebildet wird, senkrecht zur optischen Achse und der Fortsetzung des Einfallstrahls. Das war diese sphärische Längsaberration, die wir vorher besprochen haben. Gibt dann diese Kurve. Das ist jetzt exakt, nicht wahr? Da wird jetzt jeweils mit dem Zweikreisverfahren die Brechung hier berücksichtigt. Das heißt, das ist völlig korrekt, was wir da machen. Könnt ihr auch den Brechungsindex dann ändern oder ich kann da die Brennweiten verändern und da kommen neue Kurven heraus. Und jetzt habe ich auch die theoretische Kurve zeichnen lassen, die theoretische Kurve jeweils auch angepasst an die entsprechenden Werte für N und F'. Und die ist hier, wenn ich die jetzt einschalte, dann sieht die so aus. Das ist die grüne, ich habe jetzt den oberen Teil genommen, die grüne Kurve, wir sehen, dass da tatsächlich die roten Punkte praktisch identisch mit der grünen Kurve laufen in der Nähe der optischen Achse, aber da dann eben diese ganz kleine Abweichung auftritt, wenn ich da sehr weit weg bin. Es ist ja wie gesagt eine kleine Näherung bei dieser grünen Kurve noch im Spiel. Das haben wir ja vorher angesehen, dass das nicht ganz exakt ist. Aber da in der Nähe der optischen Achse haben wir eine sehr schöne Kurve realisiert mit der mathematischen Behandlung. Diese Kurve haben wir da auf der linken Seite auch umgesetzt. Das ist mal das eine, was ich zeigen wollte. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen als nächstes, dass die Abhängigkeit von R und von N wirklich so herauskommt, wie wir das berücksichtigt hatten. Ich habe jetzt hier das Ganze ein bisschen umorganisiert, dass man das besser ablesen kann. Ich sehe jetzt hier direkt den Radius der Krümmung hier. Ich habe jetzt hier das H bezeichnet. Und ich zeige jetzt hier den Abstand zwischen diesem Punkt hier, dem Schnittpunkt, der uns interessiert, und im Moment diesem Punkt M. Aber ich kann diesen Punkt M hier verschieben, sodass er mir direkt die paraxiale Situation zeigt. Das wäre dann die Brennebene im paraxialen Fall. Das heißt, wir sehen jetzt hier den Abstand von dem Punkt bei der Höhe 0,02 und dieser paraxialen Situation. Also wie wir das vorher auch gesehen haben, ich kann es ja verschieben. So, gehen da mal bis 0,02 hoch fürs H. Und dann sehen wir, wir haben hier jetzt ein Delta F von 0,007 etwa. Dann werden wir diesen Wert mal merken. Und jetzt verändere ich mal die Situation so, dass ich zuerst das R verkleinere, also eine kleinere Krümmung anschaue, aber den Brechungsindex lasse. Und im nächsten Schritt gehe ich wieder zurück auf die alte Krümmung von 0,04, also Krümmungsradius, und verändere den Brechungsindex auf 1,8 und dann vergleichen wir die Werte. So, der Brechungsindex ist immer noch 1,5, das R ist jetzt auf 0,03 reduziert worden, wir haben jetzt einen kleineren Krümmungsradius. Wenn wir da jetzt den Punkt verschieben, dann sehen wir, dass der Abstand jetzt bei H gleich 0,098 wird, also größer. Das heißt, kleineres R gibt eine größere Längsaberration. Das haben wir in der Formel auch so gesehen. Je kleiner das R ist, je stärker gekrümmt ist, desto stärker wird dieser Effekt der sphärischen Aberration. Jetzt gehen wir wieder zurück auf den alten Krümmungsradius von 0,04, also 4 cm, und machen den Brechungsindex größer. Das ist jetzt passiert. Wir sehen da, der Punkt, wenn er da verschoben wird, hat dann bei einer Zonenhöhe von 0,02, bei einem Radius von 0,04, also 4 cm, einen Brechungsindex von 1,8, 0,0036, also 3,6 mm Längsaberration geliefert. Das heißt, wir haben da tatsächlich den Effekt, dass bei einem größeren Brechungsindex dann diese sphärische Aberration kleiner wird bei
vorgegebenem Krümmungsradius.